TL-Öl 1600 G Sauerkirschen, Klammer auf TK oder frisch, Klammer zu, 130 Löffel Biskuits, 11 Bio-Zitrone, 1700 G Joghurt, 1100 Gramm Zucker, 12 K. Vanillezucker, 112 Blatt Gelatine, 1250 ml Sahneersatz zum Schlagen für den Guss, 1100 ml Kirschsaft, 1 Esslöffel Zucker, 11 Zweitel K. Tortenguss, 1 Springformboden, Klammer auf 22 cm, 0 Klammer zu, mit E-Backpapier auslegen. Den Formrand innen mit Öl bepinseln, mit Streifen Backpapier auskleiden. TK-Kirschen auftauen lassen, frische Kirschen waschen und entsteinen. 2 ca. 10 Löffel Biskuits auf dem Springformboden sternförmig verteilen, Biskuits eventuell kürzen. Zitronenschale fein abreiben, Saft auspressen. Zitronenschale, Saft, Joghurt, Zucker und Vanillezucker verrühren. Gelatine in kaltem Wasser einweichen, im Topf schmelzen. 2 Esslöffel Joghurtmischung entrühren, mit Restjoghurtmischung verrühren. Sahneersatz steif schlagen, unterheben. 3 auf den Biskuits 3 Esslöffel Creme glatt streichen. Restbiskuits 1 bis 2 cm kürzen. Dicht an Formrand stellen. Restjoghurtcreme und Hälfte Kirschen schichtweise einfüllen. Mit Krimi abschließen, 2 Stunden kühlen. 4 Restkirschen auf der Tortenoberfläche verteilen. Gusszutaten nach Packungsanleitung aufkochen, auf den Kirschen verteilen. Torte 30 Minuten kühlen.